Wir schreiben heute den 31.07.2017. Es ist ziemlich genau 9.04 Uhr und ich heiße euch herzlich willkommen bei Bleach Brave und the Souls, wo wir jetzt gerade vor 4 Minuten, knapp 5 Minuten Step-Up sammeln, Runde Nummer 2 live haben. Da sehen wir es schon, wie angekündigt, Tänzer Sangetsu, Armored Yorichi und Whiteful Hollow Ichigo. Ja. Bisschen anderen Pool haben wir. Wir haben im Grunde das, was wir auch schon so ein bisschen erraten haben, den Filler-Pool von Japan bekommen. Das ist das, was sie halt effektiv davor hatten. Was ich ganz interessant finde, wir haben zwei Charaktere als Ersatz bekommen. Japan hatte ja Armored Yorichi im Filler drin. Stattdessen haben wir Ikaku bekommen. Das war so fair noch heraussehbar, weil es halt der letzte Char war in diesem Doppelgacher, der gefehlt hat. Alle Charaktere, die wir hier bisher drin haben, waren immer aus diesen Zweifachgachern. Interessant war halt die Frage, Riruka war ja ebenfalls wieder drin. Japan hat hier ausgetauscht bekommen. Was kriegen wir denn als Ersatz für Riruka? Wir haben bekommen Kaien. Den haben wir hier gerade so in der Mitte. Werde ich mich nicht beschweren. Sticht so, was das angeht, natürlich ein bisschen heraus. Aber das ist ein 25% Strong Attack Link. Den nehme ich doch sehr gerne. Wen ich aber bitte nicht nehmen möchte, ist Motherfucking Nanga Ichigo. Aber kennen wir ja. Heißt, was sehr geil ist, vor allem für mich, da ich keinen einzigen von diesen Links habe, wir haben in diesem Gacha drei Charaktere mit 25% Strong Attack. Wir haben den Yorichi, wir haben den Fullbring Byakuya und wir haben den Kaien. Und wir haben zwei Charaktere mit 25% Normal Attack, Ishida und Renji. Die anderen beiden hatten das nicht. Nee, stimmt, hatte Cooldown Recharge. Ist in Ordnung. Ja, ansonsten, das ist effektiv exakt das, was wir im vorherigen Step-Up ebenfalls schon hatten. Selben Puls, selben Schritte, ein gratis Pull am Tag. Ich würde sagen, wir legen doch einfach direkt mal los. Gratis Summon. Priorität für mich, Yorichi, Full Hollow White, dann erst Tänzer. Okay, schon mal Müll. Und ansonsten jede Menge Zeug aus den Fillern tatsächlich, weil da fehlt mir einiges und da hätte ich auch gerne einiges. Erste Free Multi. Here we fucking go. Haben jede Menge Orbs da noch vorbereitet. Und notfalls haben wir noch einen Fail-Safe-Button. Oh! Fängt gut an! Geil! Perfekter Anfang. Was ist der Unterschied zwischen einem König und dem Pferd? Instinkt. Geil. Sehr schön. Sehr schön. Das, was ich unbedingt haben wollte, gleich schon mal am Anfang aus dem Weg. Den möchte ich wirklich nur aus gameplay-technischen Gründen haben, weil ich fand das Gameplay von ihm sah so geil aus. Oh. Nice. Gaku, wird mir auch. Ja, sehr schön. Gratis. Ich bin hier gerade nur am Klatschen. Sorry, ich weiß, es wird auf dem Audio grauenhaft aussehen. Aber ich freue mich gerade ultra, ultra sehr. Weil sowohl Ikaku als auch Full Hollow White waren doch recht weit oben auf der Liste. Ikaku auch hier wieder PvP und so. Aber Gameplay ist ganz nett, weil von denen die Combo halt sehr, sehr fix hintereinander ist. Anstatt einen einzelnen Angriff zu machen, sind halt eben seine Angriffe so ein bisschen unterteilt. Das finde ich sehr sexy. Das skaliert sehr schön mit ein paar Zahlen. Und Full Hollow White vom Gameplay sieht einfach top aus. Ich mag diesen 30% extra Damage, wenn Low HP Link. Das ist schon sehr, sehr nice. Geil! Freue ich mich. Freue ich mich sehr. Weil sieht einfach cool as fuck aus. Na ja, komm. Spiel? Okay. Oh, da ist er. Sehr schön, sehr schön. Ich freue mich. Gut, bevor wir jetzt hier durch die Ladezeiten uns aber die ganze Zeit durch... Ne, wobei, können wir auch noch kurz machen. Ist ja nur noch der eine. Ja, tatsächlich ein deutlich besserer Anfang. Link bei Ikaku plus 100 Attack. Ist okay für ihn, würde ich aber nirgendwo anders ranklatschen. Weil in der Regel kommt man dann mit 20% Strong Attack doch ein bisschen besser. Machen wir nochmal weiter mit Schritt Nummer 2. Ich hätte doch nichts gegen den zweiten Full Hollow, tatsächlich. Damit ich einfach den Link nochmal nutzen kann. Ja, das war zu erwarten. Ich bin tatsächlich gerade gehypt as fuck. Na komm. Na komm.
Ja, Chat, okay. Wir haben noch ein paar. Wir haben noch ein paar. Ein paar von den 25er% Links, bitte. Ah, da brauche ich einige von. Von den Charakteren und den Ops, die man da rauskriegt, mal ganz abgesehen. Nope, wieder nicht. Ich renne hier komplett durch. Wir haben auch später dann noch das Ganze für den Japan-Server. Da hatte ich ja gestern schon ein Video zu rausgehauen. Mit Ulquiorra, mit Stark und mit Halibel. Auch sehr sexy. Nope. Weil jetzt so tatsächlich im Nachhinein so rausgefunden worden ist. Erst so aufgefallen ist, warum hat Halibel auf dem Bild von ihr im Hintergrund eine 2 stehen? Sie ist nicht Espada Nummer 2, das ist Baragan, Kelle. So Zahlen 1 bis 3. Okay, 100% 5 Star. Come on. Yulichi. Oh mein Gott, ein 5 Star. Tjup. Schade. Das hat auch leider keinen Link, den ich wirklich nutzen kann. Okay. Ich glaube, ich werde dann auch gleich erstmal die anderen Ops schreddern, die wir hier noch haben. Und notfalls für später hätte ich noch etwas Reserven. Es ist ja auch noch Punkte-Event live. Und allgemein jede Menge anderes neues Zeug, wo wir noch Ops gerade rausziehen können. Von den neuen Charakteren jetzt hier gerade mal komplett abgesehen. Aber ja, da dürfte uns noch einiges erwarten. Come on, irgendwer noch. Irgendwer. Kann ich mit Ikaku als doppelten enden? Ich meine, bleibt, dass ich Ikaku habe. Freue ich mich auch, wie gesagt, sehr drüber. Aber come on. Ich will halt auch nicht durchskippen. Oder will ich? Machst du es kürzer? Ich bin hier durch. Schade. Fuck, meine Charaktere sind voll. Gut, ich muss gerade sowieso einen Schnitt machen, sich gerade, weil Charaktere voll sind, heißt kurzer Cut, gleich geht's weiter. So, da sind wir jetzt auch schon wieder. Was ich jetzt gerade noch gemacht habe, ich war mal so frei, habe den Full Hollow White gleich einmal auf Level 100 gebracht, dass wir dann noch die 50 extra Orbs abholen können. Jetzt sind wir bei 760 Orbs, heißt wir haben noch 3 Multis offen. And here we fucking go. Oh, come on. Bisschen was müssen wir noch ziehen. Da muss noch was drin sein. Nope. Es ist stellenweise auch aber hart zu sehen, wie viele Orbs man reinbuttern kann, ohne tatsächlich was zu nehmen. Ich meine, ich habe jetzt schon meinen persönlichen Hauptgewinn rausbekommen, aber trotzdem so Rate, Orbs versus was man rauskriegt. Hä? Manchmal nicht so geil. Come on. Einen haben wir noch. Letzter Versuch. Ah, come on. Geil. Sehr schön. Uryu, freue ich mich sehr drüber. Top-Tier-Charakter. 25% Normal Attack Link. Raw. Sehr geiler Charakter, kann auch diverse Raids solo machen, habe ich schon gesehen. Ich weiß zumindest den Komomaru? Doggy-chan, den Raid solo machen kann. Und für PvP auch sehr brauchbar, bin ich sogar überlegen, ob ich den mit Kenpachi austausche, also dem roten Kenpachi. Der würde es bei mir aussehen, blauer Kenpachi, grüner Kenpachi und Ishida. Ja, könnte man machen, würde ich meinen. Könnte man durchaus machen. Komm mal, irgendwas noch? Bitte? Bitte? Noch ein zweiter? Wenn man überlegt, das war jetzt 1800. Ne, waren mehr. Waren es rund 2000 Orbs? Ich glaube, es waren. Nee, Quatsch. Also sagen wir mal rund 2000 Orbs und daraus rausgezogen effektiv 3 neue Charaktere. Ist schon hart, aber erneut, ich will mich nicht beschweren, weil das sind alles Quality-Charaktere, die ich gezogen habe. Ja, geil. Ich habe wieder was zu tun. Ich habe einen Ikaku zu leveln, ich habe einen Ishida zu leveln und ich habe diesen wunderbaren Full Hollow White Ichigo. Das können wir direkt einmal machen.
zu leveln. Und ich glaube, das dürfte auch so der erste Charakter sein, den ich komplett ausbauen werde. Ja, wenn wir schon durch haben, können wir noch gleich evolven. Geil. Einfach nur geil. Ich will einen Screenshot von machen. Sehr schön. Ja, sehr schön. Das war der erste Teil vom Step-Up Summon. Wir haben noch den Japan-Server. Wir haben noch das, was ich hier vielleicht doch noch irgendwie rausgekratzt kriege an Orbs und sonst wie. Und ja, das wird wieder eine sehr, sehr busy Woche, was Videos und Schneiden und so angeht. Aber ich freue mich. Was habt ihr gezogen? Habt ihr auch gleich gewartet bis 9 Uhr, dass ihr gleich sofort losbrüllen könnt? Ich sehe zumindest auf dem linken Bildschirm, dass die Leute auf dem Discord-Server auch schon fleißig am Bullen sind, wie die Bekloppten. Und dass da auch schon ein paar nette Resultate rausgekommen sind. Aber erzählt doch mal, was habt ihr denn da so Geiles bekommen? Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns auch schon beim nächsten Mal. Ciao!